Es ist so geil, Leute. Es ist einfach nur der Hammer. Freunde, Super Metroid, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part. Und wir pfeifen zwar schon wieder auf dem letzten Loch hier, aber ich glaube, es geht gerade noch so. Ach Mensch, meine tropft hier runter. Ich vergesse immer wieder. Ja. So, ich muss hier mal ein bisschen richtig ausrasten. Weil ich Energie brauche. So, watz, down, watz, so. Ich brauche unbedingt Energie. So, jetzt ist alles wieder zu, okay. Jetzt gehen wir aber mal nach links und ich rieche den Gravier Suit, Leute. Riecht ihr ihn auch? Er riecht nach... Na, was riecht er eigentlich? Stirb! So, er riecht nach Wasser. Und nach Fisch. Aber okay, das werden wir uns erstmal gleich... Oh Gott, selber bestätigen lassen. So, das geht natürlich auch super schnell. Ist nicht noch so ein Vieh? Aua. Ach man, ich hab doch meine School Attack hier, hopp. Einmal, die aber nicht bei dem Vieh klappt. Vielleicht, weil es eingefroren war. So, weiter geht's. Ganz unten wird der Cripple Beam sein. Oh Gott, aber sind jetzt wieder draußen. Ah. Okay, dann muss ich jetzt... Okay, wartet mal. Dann soll ich jetzt aber natürlich nicht hier irgendwie allzu weit lang gehen. Weil ich muss irgendwie wieder rein ins Schiff. Nach unten, ich muss irgendwie nach unten. Natürlich will ich jetzt auch nicht blind da reinjumpen. Ich gehe dann erstmal hier Weg für Weg. Ich kann ja noch zurücklaufen. Ist alles kein Problem. Irgendwann muss ich wieder nach rechts gehen, auf jeden Fall. Oh. Cool, Mann. Lass mich mal von dem Ding hier mitnehmen. Oh, Mann. Wo bin ich denn hier? Was für eine Reise. Und Dankeschön fürs Mitnehmen. So. Aber man sieht ja aber nicht, wo es hier lang geht. Ob ich irgendwie nach unten komme oder so. Okay. Hier ist Ground. Okay, hier ist auch noch mehr Ground. Ey, wenn jetzt hier irgendwo ein Loch ist, ne? Das sieht aus Versehen runter. Okay. Hier ist ein Geheimnis. Aber was für ein Geheimnis? Wie gesagt, ich habe keinen Bock runterzufallen. Muss ich alles normal machen oder den ganzen Weg noch normal hochlatschen. Okay, warte mal, das sind vielleicht doch was ich mir noch aufheben werde. Auf jeden Fall kann man hier lang. Zu dem Secret, würde ich mal behaupten. Oh, hier kann man auch lang. Sogar ohne Angst zu haben, dass man hier runterfällt. Wartet mal. Naja, wohl, ob das stimmt. X-Ray. So, Boom hätte ich gemacht, dann wäre ich... Okay. Sieht alles stinknormal aus. Hier kann ich eine Bombe legen. Aber was soll mir das bringen? Okay, dann lege ich einfach mal eine Powerbombe. Achtung, Feuer frei. So. Da-dam-da. Es kann auch sein, dass der Albus verarsche ist, nur um zu zeigen, dass man hier nicht langkommt. Dass man da oben lang soll. Da ist nämlich das Secret. So. Ja, da muss ich dann... Okay. Allen Anschein nach würde ich dann nicht runterfallen. Also einen Anschein nach würde ich... Wartet mal. Ich muss nochmal X-Ray Visor. Das ist ja hier. Weil ich habe Angst, dass ich immer durch den Boden... Da falle ich durch den Boden durch. Bloß nicht dahin gehen. Okay, da wäre ich beinahe so hingegangen. Also, gut. Dann klappt alles so. Ich muss bloß aufpassen. Warte doch kurz. Mach doch mal hier die Luken auf. So, steh auf, sagen wir so. Okay. Yeah. So. Wo falle ich jetzt nochmal runter? Hier auf jeden Fall nicht. Bumm. Hier kann ich nämlich ganz normal lang. So. Geil, Mann. Das ist super duper. Haben wir jetzt nicht schon sehr... Oh, ich hab fast alle Raketen verballert, ey, bei dem Boss vom letzten Mal. So, jetzt natürlich hier nicht lang gehen. Dann falle ich runter. Das will ich nicht. Ich will wieder nach oben zurück. Hoffentlich komme ich auch wieder zurück. Ich meine, ich habe super Missiles. Das ist mein Glück. Oh, Gottes Willen. Mann, komm schon, geh mal kaputt hier. So, wartet mal. Geh mal. Hopp. Geh mal kaputt. Und gleich rein da. Samus, rein da. Samus, rein. So, okay. Super Missile. Und schon bin ich wieder draußen. Das finde ich geil. So. Dann mal gucken, ob ich hier irgendwo reinkomme. Nee. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn hier? Das hätte ich die ganze Zeit gar nicht... Okay, ich komme anscheinend einfach wieder ganz simpel ins Schiff rein. Gut.
Das ist gut. Jo, ganz simpel. Okay, aber vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste, nicht wahr? So, sind wir hier. Genau, da gibt es jetzt hier schon mal eine kleine Belohnung und dann da ganz unten muss das einfach sein. Hey, warte mal, wieso, hey, wieso habe ich es wieder so eilig? Hier gibt es doch bestimmt wieder... Nö. Na dann, dup. Hey, warte mal, ich kann doch bestimmt Anlauf nehmen. Muss ich bestimmt auch. Ja, natürlich. So. Okay, wartet. Das mache ich jetzt richtig mit Stil. Schön von außen. So, Tür auf. Alles klar. Und where does it go? Und Top Speed! Oh! Oh, ein Reservetank! Okay, wie komme ich da hin? Ist nicht so ja schon der vorletzte Reservetank? Von der anderen Seite komme ich da rein. Ihr wollt mich doch verarschen. Und da muss ich aufpassen, weil jemand da runterfällt. Okay, ich muss also irgendwie von der anderen Seite da rein. Hochspeeden sogar. Von irgendwo unten. Also würde ich mal fast sagen, ist Rückweg. Würde ich mal sagen. Ja, dann wartet. Da muss ich nochmal hier ganz genau gucken. Das muss ich ja trotzdem, muss mir ja trotzdem irgendwas bringen. Muss ich da irgendwo lang können. Oder nicht, ich wäre total lame. Leute, hier geht's nirgendwo lang. Das ist der Rückweg hier. Okay. Dann gibt es eventuell halt noch einen anderen Eingang ins Spaceship. Und ich muss den Bus finden. So, ist hier vielleicht was zum Gucken? Nö. So, natürlich hat man aber echt Angst, hier einfach runter zu jumpen. Das will man nicht. Weil ich sonst eventuell wieder... Ja, da ganz unten lande, das wäre echt scheiße. Aber da ist doch so ein Zwischenraum. Und was ist überhaupt da ganz oben überall? Hier oben. Ach, anscheinend nix. Das, doch, das ist ein Transporter. Da ist ja ein Transformer. Also, dupp. So, nehme ich mal nochmal mit hier. Kann mich eigentlich an den Dingern festhalten. Oh. Ne, okay. Warte, dann habe ich ja gleich alles aufgedeckt. Ich muss bloß jetzt springen. Aber anscheinend ist da nichts. Nein! Oh Gott. Da-dam-dam-da-dam. So, man kommt ja auch gar nicht in den Mittelraum rein. Das ist natürlich auch alles ein bisschen fies. Ja, komm, dann jump ich jetzt mal hier runter. Okay. Oh, puh. Puh. Alles klar. Bum, bum, bum. Hallo. Mach dir das mal bitte auf. Ich komme nicht von hier rein. Ich muss von der anderen Seite da lang. Okay. Also kann ich eventuell auch da runterfallen. Dann ist das cool. Oder vielleicht hier durch die Decke durch. Kann auch sein. So, ich muss irgendwie da unten rein. Bloß wie? Aha. Ne, halt, hier war ich ja schon mal. Ne, doch nicht. Ah ja, geil. So, gefunden. Hier kommt was raus. Stirb. Ih, da kommt ja was raus. Tschüss, Mann. So, geil, Leute. Dum, 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 dum. Warte. Down. Down. Und eingefroren und down gemaked. So. Ganz kleiner Raum. Gibt's hier irgendwas? Schön Wasser wegmachen. Nee, hier gibt's nix. Hier gibt's nix. So, hier will ich jetzt aber auch aufpassen, nicht, dass ich aus dem runterfallen kann. Kann ich nicht. Okay, gut. Und wieder zurück ins Schiff. Zurück ins Geisterschiff. Geil. Schöne Sauerei. Und irgendwie sind die Stacheln sind gar nicht da. Okay, sind doch Stacheln im Hintergrund, okay. Oh. Okay. Oh Gott, mit Lücken sogar. Okay. Oh, ups. Erstmal in kleinen Schritten. Und, oh, warte. Ui. Mein Gott, oh Gott. Oh Gott. Nee. Okay, und erstmal wieder ein großer Schwung für Samus. Oh Gott. Okay, puh, genau in die Dinger festgehalten, die nicht kaputt gehen können. Jetzt hört's aber... Jetzt hört, was zum... Okay. Eine bloße Shoso-Statue. Was soll das? Und warum kann ich hier... Okay, dann mach ich mal das einzig Wahre, was man als Samus-Metroid-Fan kennt. Ich leg mich hier rein. Oh nein. Nicht mich töten, oder? Das Vieh lebt? Was passiert jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, ist ja geil. Knucks.
Diese Shoso-Dinger, ne? Vor allem ganz, ganz entspannt mit ganz chilliger Mu- Alter Schwede. Voll geil. So. Wieder voll freigelassen. Oh Gott. Halt. Ich will gucken. Geht's hier noch irgendwo runter? Das sieht so aus. Tatsächlich, hier geht's noch irgendwo runter. Als Rückweg bestimmt. Hier kriegen wir ihn jetzt aber, Leute, oder? Der muss hier sein. Es ist. Was ist das denn? Leute, was ist das denn jetzt schon wieder? Der Gravity Suit! Ja, wunderbar. Ich dachte, das sieht eigentlich ganz anders aus. Ah, sehr gut, Leute. Jetzt sehen wir richtig nice aus. Alter, jetzt halten wir noch mehr Schaden aus. Und wir können uns im Wasser frei bewegen. Nein! Verdammt, ich wollte doch noch da lang. Ich wollte doch noch auf dem Rückweg mir das alles holen. Das muss ich mir auch holen. Och Mann, jetzt fällt einfach die Tür ab. Man guckt jetzt an, wie geil wir jetzt hier im Wasser einfach twirp. Jetzt können wir auch hier ganz normal wieder hochjumpen. Oh, müssen gar nicht mehr so. Seht ihr, müssen gar nicht mehr den langen Weg nehmen. Weil wir jetzt einfach cool sind. So, aber komme ich nicht irgendwie nochmal nach oben? Nee, war. Ich muss den ganzen Weg durchs Schiff nochmal nehmen. Nur für diesen Reservetank, den will ich aber haben, Leute. Den will ich haben. Ach man, ich mache mal das Falsche. Jetzt will ich auch nochmal gucken, ob ich da nicht irgendwie. Ob ich nicht irgendwie. Halt, stopp mal. Und hoch! Autsch! Ob ich nicht irgendwie, da hoch kann, um die Karte nochmal zu vervollständigen. Hier zum Beispiel, was ist denn das da oben? Ich glaube, das ist gar nichts. Das sieht bloß so verdächtig aus. Ich hätte einfach bloß höher springen müssen. Hüpp. Oder was? Hi, warte mal. Hey, jetzt schwimmen! Woo! So, jetzt habe ich die Karte aufgedeckt. Alles komplett. So, Leute, okay. Dann heißt es jetzt nochmal da reingehen. Dann suche ich mir eine Speicherstelle. Dann ist aber auch der Part wieder vorbei. Oh, so geil. Ich kann ganz einfach twabben und hier hoch. So, ich brauche ja gar nicht. Ich brauche den Quabble mehr gar nicht. Ich komme ja hier hoch und so und dann. Aua. Und dann aua. Und dann komme ich ja hier einfach hoch. So. Oh, bin runtergefallen. Dann macht doch nichts. Ich komme einfach hier hoch. Na komm schon. Yes, dum dum. So, ich sollte aber eindeutig hier lang. Weil ich ja jetzt wieder in dem Schiff drin bin und das mir ja sagt, dass ich unter die Speicherstation soll, um da weiterzukommen zu Maridia und sowas alles. Aber okay, ich speichere erstmal. So, zack. Bitte speichern. Ja. Komplett. So, ich brauche den Reservetank noch, Leute. Ich versuche mal, den mir jetzt noch ganz schnell zu holen. Betonung auf schnell. Dass es überhaupt schnell geht. So. Ich bin gespannt, ob ich. Wann ich darauf achten kann, ob ich das wirklich. Ob ich wirklich weniger Schaden einstecke. Mann, Isamu ist einfach zu fett hier für so eine. Olle komische kleine Stelle hier. So. Hoppala. Na komm hoch. So, hier geht's ja leider nicht lang. Ich muss ja leider hier lang. Oder mal alle Gegner hier besiegen. Sonst gehen die ollen Türen nicht auf. Knacks. So. So, Bams. Geht tot. So, Mann, jetzt ist aber echt gemein, dass das Spiel einen dann so. Achso, ich muss doch nicht mehr alle besiegen. Okay. Mann. Hoi. Na, dann hau ich einfach ab. Aua, aua. Okay, wir draußen. Da wissen wir das Geheimnis ja jetzt auch. Ne? Müssen wir gar nicht mehr lange rumeiern. Ich weiß das Geheimnis. Pass auf. Hier einfach. Hier kann ich einfach. Zack. So. Und um dahin zu kommen, ist hier einfach auf dem Boden gleich ein kleiner Gang. Der einfach eine Tür aufgemacht. So, hier geht's rein. Da, da, da. Ist aber auch versteckt, ey. Okay. Und dann mal, let's go. Ey, hoffentlich kann ich den Vier jetzt nur benutzen. Diese olle Show so startet. Und nicht, dass ich immer denke, nö, du hast einmal benutzt, jetzt geht's nicht mehr. Das wäre ein bisschen fies. Und ich glaube, das wäre zu fies. Und deswegen machen die das nicht. So. Aber okay, Leute, ich glaube, naja, macht ihr das noch oder nicht? Oder ist im nächsten Part? Okay, du bist echt wieder zu. Geil. So. So ein bisschen schneller hier rumschwingen. Oh Gott. Oh Gott.
So, schön weit ausholen. Ho! Yeah, ho! Wow! Geil. Na komm her, mein Freund. Und grabben. Und wieder voll festhalten. So, mach mal ein bisschen hinne. Voll die Augen aufgemacht. Ich bin ein bisschen langsam. Tut mir leid. Und los geht's. Ein Schrittchen vor dem anderen. Dann kann man sehr weit wandern. Dup, 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 dup. Dup, dup, dup. Und guck mal, da geht eine Treppe runter, die du nicht sehen kannst, aber ich. Lupsi, dupsi, dupsi, dup, dup. Stampf, stampf, stampf. So. Fallen lassen? Ja, bitte. Okay. Autsch. So, und jetzt, geht's hier weiter zum Geheimgang. Hui. Und hier geht's halt richtig weiter zum Geheimgang. Weil. Achso, holt. Erstmal gucken hier, ne? Erstmal hier. Kann man wieder ein bisschen durch die Gegend schmulen. Okay, muss ich auch schon hier lang speeden. Okay, weil es dann nach oben geht, ne? Und da war ja dann dieser Tank. Wartet mal, wo ging es jetzt hier nach oben? Hier muss ich durchrennen. Wieso soll ich hier durchrennen? Wow. Okay, Leute, ich glaube, das, ach, mit den Viechern hier. So, tschüss. Ah, geil, Mann. Das gefällt mir. Gün. So, okay, noch Raketen bekommen. Aber es gab hier auch irgendwo, hier ging es, irgendwo hier muss es zum Reservetank gehen. Der ist genau, nee, der muss sich hier irgendwo lang checken. Aha. Powerbombe legen. Dann explodiert erstmal die ganze Statue hier. So, und dann muss ich das hier schon, das ist eindeutig klar, das hier schon als Anlaufding benutzen. Eindeutig. Damit ich dann da hochjumpen kann. Seht ihr? So, und jetzt hier einfach. Es hat geklappt. So, geil. Ist dann auch alles hier entdeckt worden, sag ich mal. Jupp. Okay, gut. Aufpassen. Wir dürfen nicht vergessen, hier falle ich runter. Ne? Ja. Also, okay, kann ich überhaupt so einen ganz kleinen Sprung machen? Haha! Ah, da haben wir ihn doch noch abgegriffen. Den dritten Reservetank. Okay, und ich glaube, es gibt halt nur vier, weil es sieht so aus, oder? Sieht so aus, oder sieht so aus? Guck da. Jetzt haben wir einen dritten, der ist noch nicht voll. Und ein vierter geht noch. Okay, Leute, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Metroid, Super Metroid für heute. Und beim nächsten Part, dann gehen wir in Richtung, genau, unter der Speicherstation rechts weiter. Da kommen wir jetzt lang. Dann geht's zu Krateria oder zu Maridia. Wir müssen gucken. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Also dann, bis zum nächsten Part, Leute. Ciao!